So, herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Expeditions Rome. Ja, ohne groß Faxen zu machen, starten wir mit dem... Doch, ich höre alles. Starten wir mit dem Gespräch mit Lunia am Hof des Himmels. Ich bin sehr gespannt, was die uns jetzt zu erzählen hat, weil... wir uns mit ihr treffen sollen. Ich dachte, es gäbe noch eine Vorgeschichte, aber passt. Salve, Legate. Der Feldzug läuft gut. Wir haben unsere Ziele fast erreicht. Ich würde sagen, da ist eine Feier angemessen. Es gibt nichts zu feiern. Der Unterschied zwischen einem beinahe Sieg und einer Niederlage ist verschwindend. Salve, Lunia. Das müsst ihr entscheiden. Gibt es denn einen Grund zum Feiern? Wollt ihr damit sagen, dass ihr meine Fähigkeiten als Kommandant jemals angezweifelt habt? Salve, Lunia. Das müsst ihr entscheiden. Gibt es denn einen Grund zu feiern? Das könnte gut sein. Lasst mich das bitte beurteilen. Odats Frau ist schwanger. Schön für ihn. Glückwunsch. Gut für uns. Ihr Name ist Sekura. Und sie lebt bei Udat in Avjila. Falls ihr einen Weg in die Stadt findet, sollte es für eure Leute nicht schwer sein, sie zu erreichen. Und dann was? Dann bringen wir sie um? Sie dürfte lebend deutlich wertvoller sein. Ihr habt recht. Außerdem wäre es unehrenhaft, eine unschuldige und wehrlose Mutter zu töten. In der Tat. Wir brauchen eine Möglichkeit, sicher nach Avjila hinein und wieder herauszugelangen. Und Udats Frau sollte am Leben bleiben. Der Zugang nach Avjila wird streng kontrolliert. Aus nachvollziehbaren Gründen. Ja. Aber es gibt eine Sorte von Leuten, die jederzeit in einer Stadt ein- und ausgehen kann. Auch wenn sie gerade belagert wird. Eine Prostituierte? Na dran. Aber daran dachte ich nicht. Ich rede über Händler. Lasst uns also vorgeben, einfache Händler zu sein. Auch die einfachsten aller Leute haben ihren Nutzen. Wir werden Verkleidungen brauchen und Waren, die wir verkaufen können. Ich bin mir sicher, die Männer der Legion werden nur allzu gern die Dinge bereitstellen, die wir brauchen. Das war's? Sendet die Legion aus, um eine Händlerkarawane aufzulauern. Seid gegrüßt, Legate. Das war's? Das ist die geniale Idee? Boah, Gott sei Dank haben wir uns dazu entschieden, die Frau von dem Udat nur zu entführen. Spuckt es aus? Ich kann sehen, dass ihr Fragen habt. Oh, ich würde ihr diese Aussage so gern stellen, aber am Ende antwortet sie total banal und sagt so, ja, du kleiner Volldepp? Natürlich wusste ich das. Oder du versaust dir alle fortlaufenden Quests mit Lunia. Und sie ist halt, wie man gerade schon wieder sieht, einfach unfassbar wertvoll. Unfassbar wertvoll. Nee, also wir haben ja auch schon... wie hieß denn das nochmal? Wie ist denn nochmal diese kleine Stadt, in der wir ganz am Anfang in Asia Minor waren? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, mit diesem großen Tempel, da war ja auch die Möglichkeit, die Frau des Stadthalters umzubringen. Und das ist immer so, also töten wir doch lieber ihn, wenn er ein Arsch ist. Was kann sie denn da dafür? Und deswegen entführen, solange es ihr gut geht. Ja, bin ich dabei. Aber weder das Kind noch sie umbringen. Rein vom Roleplay her. Ach nee, es ist beides scheiße. Also ich wollte jetzt gerade sagen, rein vom Roleplay her wäre sogar sinnvoller, das Kind umzubringen als sie. Aber eine Frau kann ja genauso gut Rache nehmen. Okay, let's go, Freunde. Wir machen uns mal zurück auf den Weg in unser Lager. Wo ist denn? Wohin sollen wir vorstoßen? Da kann ich die Legion einfach so aussenden. Mitten ins Feindgebiet. Okay. Jetzt müssen wir aber erstmal auf die feindliche Armee warten. Und die ist, wie es scheint, noch nicht mal auf dem Weg.
Neue Kriegslisten im Vorposten freigeschaltet. Soll ich jetzt wirklich? Soll ich die Armee jetzt da einfach hinschicken? Schickt eine Kohorte eure Legion, um Waren von einer Handelskarawane zu konfiszieren. Was ist, wenn ich da jetzt ja sage? Es geht schnell. Es geht sehr schnell. Trotzdem bin ich mir zu unsicher und speichere lieber nochmal. Das ist mir ein bisschen suspekt gerade, was wir hier treiben. Weil... Okay. Okay, Freunde. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Das wäre ja eine Fehlentscheidung gewesen. Aber wurde schon angezeigt, dass die Armee auf dem Weg ist? Ich hatte mich jetzt daran orientiert, weil da oben immer dieses Schwert kommt, dieses Schwertzeichen. Und ich dachte eigentlich, dass es bisher noch nicht aufgetreten wäre. Aber wie es scheint, habe ich mich da geirrt. Nein. Junge, was macht ihr denn? Da kommt gerade die Berberarmee angerauscht und ihr kommt mir so. Warte mal kurz. Your Praetorians entered the outpost. Es gab, glaube ich, vor kurzem ein kleines Update. Falls das abgedatet wurde, Freunde, das wurde ganz klassisch verschlimmbessert. Es ist schön, dass da steht, deine Praetorianer haben den Außenposten erreicht. Allerdings immer noch so halb skribiert, halb, naja, gecodet. Ist auch nicht so schön. Ich nehme jetzt einen Kraftschluck, Freunde. Supergeil, unbezahlte Werbung, absolut. Dieses Pyrasa, man sieht's nicht. Es ist ganz giftgrün. Es ist total giftgrün. Es ist Limettenlimo. Oh. Also, mit Abstand die geilste Limo. Auf diesem Hundsplaneten ist Limettenlimo. Es ist so geil. Neue Verbesserungen verfügbar. Damit verbessert ihr eine bereits freigeschaltete Kriegslist. Also muss da doch einer sein. Ah, in eins von beiden. Kavallerieansturm. Schickt eure Quites aus, um an der gerischen schwächsten Stelle gegen die gegnerischen Reihen anzustürmen, ihren Kampfgeist zu zersetzen und ihre Formation in Chaos zu versetzen. Angsteinflößender Kavallerieansturm. Ich vergleiche das gerade, da steht genau derselbe Senf. Oder verdächtiger Kavallerieansturm. Da steht genau das gleiche. Was bedeuten diese Zeichen darunter? Müsste man die auswendig wissen, weil das nämlich diese Zufallsereignisse sind, die eintreten? Willst du mich verarschen? Das ist Geisterarmee Wagnis, ja? Ich check die. Wisst ihr das? Wisst ihr das zufällig, was das zu bedeuten hat? Ich check's noch nicht ganz. Und hier, ja, okay, angsteinflößend, verdächtig. Ich mach jetzt einfach mal... 2, 1, das wäre eine reine Verbesserung. Da würden halt alle 1 steigen. 2 Verbesserungen und dafür eine Verschlechterung. Gut, ich nehme jetzt den angsteinflößenden, komm, was soll's. Und den haben wir jetzt zur Verfügung. Dauerhaft. Ich hoffe, ich sehe das richtig. Der Prätorianer bleibt aber dort, oder? Nee, doch. Lucius Fabius ist weiterhin da, okay. Okay, gut. Das sieht mir verdächtig aus. Ihr tragt wieder Männerkleidung. Das macht einiges einfacher. Ich habe in Rom gesehen, wie ihr ein Kleid getragen habt. Ihr seid wunderschön. Eine Schande ist zu verstecken. Ich dachte, gerade ihr würdet das verstehen. Wieso? Eure Sitten. Es gibt keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, oder? So würde ich das nicht sagen. Aber es ist in Ordnung, manchmal schöne Kleider und Schmuck zu tragen und dann auch wieder zu kämpfen. Ich verstehe, aber nicht unter Römern. Hier ist es entweder oder.
Ihr seid ein Freund von Legatus. Ihr könntet Kleider tragen, wenn ihr wolltet. Bitte entschuldigen. Ich will aber nicht. Ah, na, das ist ein Fehler. Ich hoffe, alles ist gut. Hey, was gibt es? Okay, ich darf mich zu dem Thema anscheinend nicht weiter äußern. Hey, wenn sie kann auch im Kampf Kleider tragen, wenn sie will. Soll es doch machen, solange sie kämpfen kann? Das muss ja sie wissen. Ich habe jetzt gerade aber schon an den Ding geguckt, oder an den Tisch. Ich bin gerade so plemplem. Ich habe jetzt gerade hoffentlich wirklich an den Tisch geguckt. Okay, ja, habe ich. Ja, haben wir. Muss nicht nochmal gucken, muss nicht nochmal schauen. Alles gut. Bisschen benebelt gerade. So. Vorposten. Ja, hier sind wir ja noch gar nicht fertig im Spekulatorzelt und dem. Salve. Der Ring. Wir sind ja schon 4800. Unsere Armee ist vollständig aufgepimpt. Hier gibt es nichts. Gar nichts. Ich habe die Ausrüstung fertig, die ihr wolltet. Ist ganz gut geworden, wenn ich das selbst. Ja, doch. Ganz anständig. Ganz anständig, Bruder. Das passt. Du. Passt auch. Sineros? Ja. Mhm. Ja. Ja, doch. Hä, viele können wir den gar nicht bieten. Du bist Triarius. Ja, passt schon so. Ja, das ist ja lächerlich. Was hast denn du? Was hast denn du als Veles? Krähenfüße. So. Du bist auch ein Veles? Kriegst du jetzt mal die Verbände? Du bist Triarius. Ja, das ist aber gut so. Das passt schon. Und du bist nochmal ein Sagittarius. Was hat denn... Ach, sie hat das Feuer. Ja, aber ist auch gar nicht so schlecht, wenn du ein paar Verbände bei dir hast. Ist auch in Ordnung. Gut, den Rest heben wir uns vorerst mal auf. Ihr könnt sie gleich abholen. Sextus, du darfst immer sagen, was du möchtest. Es ist absolut frei, sich hier bei uns zu äußern. Das weißt du doch mittlerweile. Lebst jetzt schon so lange bei uns. Was können wir machen? Wir können weitere Sachen machen. Machen. Ich will auf jeden Fall noch... Ich weiß, dass die Fackeln nicht... Ja, wobei, es ist schon irgendwie verschwinden. Naja, wobei... Da brauchst du halt auch erstmal dieses Nafta dazu. Komm, wir stellen noch zwei her. Krähenfüße. Honig. Ich will das noch nicht zu sehr verschwenden, weil wer weiß, wofür wir Honig noch brauchen. Vielleicht ist es aber auch wirklich nur dafür gedacht. Ah, scheiße. Ich weiß, es ist ein bisschen useless. Ich weiß, aber ich mach's trotzdem. Ich stelle noch zwei Wasserkrüge her, dann haben wir nämlich von jedem so ein bisschen was übrig. Ansonsten, Verbesserungen? Ja, da fehlt uns die nächste Stufe. Modifiziert haben wir, soweit ich weiß, alles. Ja, unbedingt, denn Prätorianer, wen hatten wir das letzte Mal? Wir haben doch hier einen Schmied, genau, Marcus Aurelius. Träumchen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns darum, dass die feindliche Armee angreift. Ich erwarte sie nämlich sehnlichst. Wir haben leider nur eine Gerberei am Start. Wir müssen so langsam mal vorankommen. Wir müssen langsam mal mit unserem Feldzug vorankommen, um einfach noch unsere Versorgung weiter zu verbessern. Wir haben zwar schon ein paar schöne Sachen ausgebaut und endlich checke ich, wie das mit den Kriegslisten läuft. Also das ist schon mal sehr, sehr nice. Ich bin gespannt, wie viel man da wirklich verbessern kann. Ihr bleibt erstmal hier. Freunde. Go for it. Ihr bleibt erstmal hier. Schauen wir uns die Armee an. Komm. Schlacht Legio Victrix in der Diallo-Region. Auf geht's. Kommandospezialisierung. Dies ist euer Spezialisierungszähler. Er zeigt derzeit die aufaddierten Spezialisierungen aller eurer Centuriones. Bei bestimmten Schwellen werden neue Effekte aktiviert. Positive Werte geben euch Boni, während negative Werte Effekte auslösen, die euch schaden. Schwebt mit dem Mauszeiger über jedem Symbol, um zu sehen, wann welche Effekte freigeschaltet werden, oder klickt auf Übersicht öffnen, um alle Effekte zu vergleichen. Sobald ein Effekt freigeschaltet wurde, wird er für den Rest der Schlacht freigeschaltet bleiben, selbst wenn der Zähler später unter die Schwelle zurückgefallen ist.
Kommandospezialisierung. In der oberen rechten Ecke könnt ihr sehen, welche Spezialisierungen der feindliche Kommandant in dieser Phase anwenden wird. Wenn ihr dieses Tutorial schließt, werden diese Spezialisierungen als Mali auf den Zähler angewandt und anschließend könnt ihr euren Kommandanten wählen. Feindliche Spezialisierungen, die in dieser Phase eingesetzt werden. Viel Kavallerie, viel Schild und viel... Oh, wow. Gegnerische Moral minus... Okay, stopp. Nur damit ich das richtig verstehe. Der sagt uns jetzt, wie oft vermutlich welcher Angriff stattfinden wird. Also, dass wir davon ausgehen können, dass zweimal mit Infanterie angegriffen wird, oder? Was ist hier? Artilleriespezialisierung. Da steht sogar da, was wir verlieren können. Und was wir dadurch gewinnen können. Ach, geil. Artilleriespezialisierung. Das haben sie neu gemacht. Das ist ja genial. Jetzt versteht man auch endlich, was dahinter steckt. Jetzt kann man sich auch besser auf den Feind einstellen. Gegnerische Mannstärke, hä? Das ist der Grundsatzbonus, den wir haben. Sechs vier null drei. Ich nehme trotzdem ihn. Aber okay. Feindliche Kriegslist. Die feindlichen Kriegslisten haben in dieser Phase die folgenden Effekte. Ey, das ist ja super spannend. Das ist ja jetzt gerade super spannend. Das ist ja ein ganz neuer Ansatz, den ich super geil finde. Und wenn es unter diesen Schwellenwert sinkt, ist es aber nicht mehr so schlimm, oder? Habe ich so richtig verstanden, oder? Das heißt, wenn ich jetzt ausgedehnte Linien nehme, einfach um hier auch einen Bonus zu bekommen, dann ist es doch relativ kommod. Mach jetzt einfach mal. Ey, super geil. Ich bin gespannt, ob das wirklich so funktioniert. Sag mal, die Schlacht läuft ja jetzt ganz anders ab. Das ist ja witzig. Oh, minus 1 sollten wir nicht bekommen. Okay. Feind zerstreut sich, wenn wir das machen, hier oben. Wir sollten aber nicht minus 1 bekommen. Aber das ist doch am geschicktesten hier. Position halten. Okay, wir verlieren bei der Kavallerie 1, verstehe ich. Aber wir rücken hier weiter. Und wir gewinnen auch hier was. Also wir kriegen so eine gewisse Sicherheit. Ja, ja, doch. Es wird jetzt auch abwechselnd gemacht. Und man verliert immer die gleiche Menge an Soldaten. Okay, das macht jetzt natürlich das ganze Spiel viel kalkulierbarer. Viel, viel kalkulierbarer. Um einiges. Okay, wir machen Teile und Herrsche. Damit sollten wir ganz gut rauskommen aus der ganzen... Es macht die ganze viel, viel einfacher. Ich weiß es bloß noch nicht, ob ich ein großer Fan davon bin. Es kommt noch eine feindliche Kriegslist. Kommt da noch ein vierter Kampf dazu? Vermisste Legionari 50. Ja gut, alles können wir nicht machen. Das wird uns nichts helfen, großartig. Ah.
Gnade zeigen. Okay, das heißt, wir gewinnen dadurch wieder Soldaten. Ja, wir sollten nicht zu viele Legionarii verlieren. So, jetzt pass auf. Ah, der Kampf ist vorbei. Es war noch die Entscheidung. Oh. Was? Die haben sich zurückgezogen? Das waren doch noch 400. 92 Denarii, 18 Sklaven. Und nochmal ein bisschen Kriegsbeute und gewinne ich mal. Also, ich sage jetzt mal so. Ganz kurzes Feedback zu dieser neuen Art, die Schlachter zu führen. Ja, auf jeden Fall ist das Spiel jetzt... Hallo? Kann ich irgendwas machen? Das Spiel hat sich irgendwie aufgehängt. Das Spiel hat sich irgendwie aufgehängt. Die Schlachten sind jetzt natürlich krass berechenbar geworden. Also krass berechenbar. Was natürlich dafür sorgt, dass du am Ende nicht da sitzt und denkst, ich habe so viel Pech gehabt, scheiße. Allerdings. Und jetzt kommen wir wieder zu so einer Sache. Da werde ich auf krass viel Gegenwehr von euch stoßen. Auch wenn ich mich manchmal ein bisschen theatralisch aufrege. Auch bei den Schlachten jetzt vorher schon. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Also das ist so... Okay, jetzt geht wieder alles. Das ist für mich so ein Reinsteigern, das irgendwie einfach so ein bisschen dazugehört. Ich weiß nicht, es mag jetzt bescheuert klingen, aber es ist halt wirklich so. Diese Theatralik und so, das taugt mir einfach. Und ich find's... Ah, da ist noch was, das wir hören können. Ich find's ein bisschen schade. Ich find's zwar cool, weil, wie gesagt, man kann sich jetzt halt einfach nicht mehr unnötig aufregen und sagen, warum ist das so scheiße und so. Das kann man nicht mehr... Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen schade. Aber ich will mich natürlich nicht komplett gegen diese Your Praetorians left the outpost, okay? Ich will mich natürlich nicht dagegen stellen, weil es Sinn macht. Es wird das Spiel auf jeden Fall deutlich vereinfachen. So, neue Rekruten. Legio Victrix hat die Aufgabe erfüllt. Alle Praetorianer haben 100 bekommen. Gordio ist nicht... Wer ist denn Gordio? Der Name sagt mir überhaupt nichts. Rubirus Gordio. Todesstoß stellt uns 20 Gesundheit wieder her. Ciao Leben, da sind wir dabei. Ja. Also wir haben jetzt... Reist als Händler nach... Avila. Die Zitadelle von Avila ist für Berber eine wichtige Verteidigungsanlage. Seit vielen Jahren wird sie von Isil und seinen Verbündeten beherrscht. Wir wissen ja mittlerweile schon, was das ist. Wir sind ja mal vorbeigelaufen, konnten aber nicht rein. Wir gehen jetzt mit unseren Prätorianern trotzdem mal kurz darunter. Wir stellen einen Haufen Sachen her, das ist gut. Das ist gut. Und jetzt können wir nämlich Tazerbu angreifen. Jetzt kannst du halt hier reinkalkulieren, gell? Also wir haben hier 3 bei Artillerie, die haben 1. 3 bei Kavallerie, die haben auch 3 bei Kavallerie. Beim Rest sind wir ausgeglichen. Das einzige... Boah, die feindlich haben ja 3500 Soldaten. Wird spannend, aber wir greifen natürlich trotzdem an. Wir müssen ja weiter dieses Gebiet einnehmen. Ich will den Schubkarren hier trotzdem noch mitnehmen, bevor wir nach Avila gehen. Mir kommt es auch vor, als würden die Kämpfe viel schneller vergehen, oder? So, hol dir mal kurz den Spaß hier. So, hier wäre auch wieder ein Jagdgrund zum Ausrauben. Ansonsten gibt es nichts weiter. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Avila. Um eben die Hauptquest weiter fortzuführen. Wäre jetzt auch so interessant. Würde mich interessieren, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr Lunia jetzt ausliefert und sie vielleicht hingerichtet wird, kann man das trotzdem machen oder geht man dann ganz anders vor? Würde mich einfach interessieren. Die Oase des Reisenden. Euer Pfad führt euch an einer Oase vorbei. Sie besteht nur aus einem Brunnen zwischen steilen Felsen. Vieles spricht dafür, dass hier vor kurzem erst gelagert wurde. Unter anderem die unzähligen Fußabdrücke im Sand. Es ist offensichtlich, dass viele Reisende diesen Ort aufsuchen. In der Nähe des Brunnens wachsen prächtige Obstbäume. Dieser Ort muss überlebenswichtig für viele Reisende sein. Okay, das wäre sehr egoistisch, wenn wir alles einfach ernten würden. Lasst uns Vorräte auffüllen, aber lasst doch etwas übrig, damit andere... Finde ich gut. Wir haben schon genug Vorräte dabei, lasst dieses Obst denen, die es dringender brauchen. Ich würde sagen, wir machen das mittlere. Lasst uns unsere Vorräte auffüllen, aber lasst noch genug übrig, damit andere Reisende etwas vorfinden.
10 Rationen. Eure Leute pflücken einiges an Obst, lassen aber noch genug für andere Reisende übrig. Finde ich gut. Ja, wir sind jetzt auch nicht die Wohlfahrt. Also. So, die beiden haben sich kurz getroffen. Jetzt speichere ich noch kurz ab und wir werfen uns in die nächste Schlacht, die wahrscheinlich um einiges heftiger wird als dieser kleine Stoßtrupp da. Ah, ich wollte gerade sagen, wann geht's denn los? Feindliche Kommandanten. Die feindlichen Kommandanten haben folgende Spezialisierungen angewandt. Okay. Das ist quasi unsere Ausgangslage. Gegnerische Moral ist bei minus 5. Durch? Ja, doch, ich check's. Ich check schon, ihr checkt sicher auch. Also, wir können jetzt entweder mit ihm reingehen, dann wird die gegnerische Mannstärke gleich mal ein bisschen runtergedroschen. Da haben wir 2 Boni, einmal hier und einmal hier. Wenn wir mit ihm reingehen, haben wir 3 Boni. 1, 2, 3. Wenn wir mit ihm reingehen, haben wir nur 1 Boni. Und wenn wir mit ihm reingehen, haben wir 2. Das heißt, wir gehen natürlich mit Pescenius rein. Und der kriegt die Boni von diesen Dingern hier, die ausgebildet wurden. So, jetzt, das meine ich damit. Es ist berechenbarer. So, let's go. Jetzt kommt erstmal die feindliche Kriegslist. Und an die müssen wir uns jetzt so ein bisschen anpassen. Und zwar am ersten wahrscheinlich so. Damit wir nirgendwo Minus haben, sonst haben wir vermisst. Ja, wobei wir könnten auch natürlich einfach die Legionarii in Kauf nehmen und würden mit den Katapulten weiterballern. Das können wir schon machen. Dann machen wir schwaches Zentrum. Dann nehmen wir diese vermissten Legionarii in Kauf. Die können ja wieder zurückkommen. Okay, machen wir so. Okay, die verlieren immer 55. Wir verlieren immer 26. Ist natürlich jetzt um einiges unspektakulärer, muss man schon auch mal sagen. Schaut mal die Leiste oben. Die Leiste hat sich gerade wieder nicht nach unten bewegt. Wow, jetzt gehen sie volle Lotte auf Logistik. Legionsmoral wird gekickt. Ich probiere jetzt einfach mal voll auf die Artillerie zu gehen, okay? Auch wenn uns das jetzt vielleicht ein bisschen was mitgibt. Ja, die Moral sinkt halt auch heftig dadurch. Aber ich will es jetzt einfach mal probieren. Also ich finde, dass wenn das so berechenbar wird, muss die Schlacht irgendwie noch komplexer sein. Das ist jetzt wirklich... Das ist idiotensicher gerade. So, jetzt hat die feindliche Kriegsliste dafür gesorgt, dass wir sogar safe, dass sich der Feind safe zerstreut. Wenn ich jetzt auf 12 gehe, kriegen wir Beutebelohnung überlegen. Kassieren aber mächtige andere Schäden. Dann opfern wir jetzt einen Manipel. Let's go. Um die volle Breite an Beute auch für uns zu gewinnen. Auch diese Linie gibt's nicht mehr, gell? Diese, naja, wo man gesehen hat, wie viel Soldat man umbringen muss. Also die haben jetzt massiv drauf geschissen, dass das gleich passiert. Feindliche Verteidigung, okay. Gegnerische Mannstärke könnten wir noch weiter runter pushen. Macht es Sinn? Ich glaube, wir feiern einfach. Freunde, wir feiern einfach. Und pushen die Legionsmoral. Let's go. Die feindlichen Truppen wurden gänzlich vernichtet. Die wurden vernichtet, weil wir mit der Artillerie so weit fortgeschritten waren. Okay, es ist sehr einfach. So, und keiner von uns hat was bekommen. Wir haben Erfahrung bekommen. Wir haben Moral gewonnen. Okay. Dickfettbeute. Gut, Dickfettbeute. Also das, was du da in diesen Kriegen gewinnst, ist schon immer ein Witz. Befriedung, heiße Quellen, redet mit eurem Primus Pilus. Ja, dann reden wir zuerst mit Primus Pilus.
schwer. Wir haben halt momentan echt keine schwere Rüstung mehr. Das ist ja ein Scherz. Passt. Ist doch optimal für dich. Doch, ist schon besser. Ist schon besser. All die Farbe gefällt mir richtig gut übrigens. Das ist eine starke Rüstung, das andere ist eine schwere, okay. Waffen. 4 bis 7, 6 bis 8. Nee, den können wir schon mal weghauen. Und was ist das andere? Speer. Nee, komm. Such a joke. Such a joke. Lass doch die Armee gleich mal hier. Die können gerade nicht. Die haben aber zu können. That's the point. Die sollen gleich mal jagen gehen. So, wir kehren zurück zu unserem Lager. Und dann sollen die gleich mal hier unsere Vorräte aufbessern. Tatserbu. Besucht das Legionslager, um zu handeln. Bla bla bliblub. Das kennen wir alles schon, Freunde.